meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen ganz natürlichen und natürlich veganen Allzweckreiniger herstelle, mit dem man wirklich die ganze Wohnung, jeden Raum putzen kann. Für den Allzweckreiniger gibt man die Schalen von Zitrusfrüchte in ein Gefäß. Das können Zitronen sein, Apfelsinen, Grapefruits, was auch immer. Wichtig ist, dass man ein Glas nimmt, was man auch verschließen kann. Und ich würde euch empfehlen, Glas zu nehmen, weil Plastik nämlich ganz böse mit Säure reagiert. Säure zieht nämlich die schädlichen Substanzen aus Plastik heraus. Deswegen Glas. Dann füllt man das Ganze mit weißem Essig auf, also mit durchsichtigem Essig. Wichtig, keine Essigessenz, soweit bis alles bedeckt ist. Ganz wichtig halt, kein Balsamico-Essig oder Essig mit Kräutern oder irgendwie sowas, sondern wirklich dieser durchsichtige Essig. Das Ganze lässt man dann so 2-3 Wochen stehen. Wenn der Essig sich dunkler färbt, ist er fertig. Es kann sein, dass die Schalen ein bisschen von dem Essig aufsaugen und man gegebenenfalls so ein bisschen nachgießen muss. So, das Ganze wird jetzt gut verschlossen. Und das muss jetzt 2-3 Wochen einfach ein bisschen rumstehen. Nach ein paar Wochen ist die Farbe dann ungefähr so, also deutlich nachgedunkelt, wie man sieht. Ich würde euch noch empfehlen, einen Schuss Spüli reinzugeben. Dann hat man nämlich zusätzlich noch eine Fettlösekraft. Und dann kann man sich das in Sprühflaschen füllen und ja, dann gleich loslegen. Dieser Reiniger hat wirklich extrem viele Vorteile. Zum einen ist es natürlich komplett natürlich, das heißt natürlich auch ungiftig. Gerade wenn man zum Beispiel kleine Kinder oder auch Tiere hat, ist das natürlich nicht ganz unwichtig. Er riecht, finde ich, auch viel angenehmer als diese chemischen Mittel. Ich weiß nicht, ich kriege davon immer irgendwie Kopfschmerzen und ich mag das gar nicht so wirklich riechen. Der riecht halt wirklich ziemlich zitrusmäßig, also je nachdem, ob man halt Zitronen verwendet oder Orangen oder was weiß ich, riecht es halt eher nach Orangen oder nach Zitronen. Übrigens auch gar nicht mal so stark wirklich mehr nach Essig. Dieser Reiniger hat eine extrem hohe Kalklösekraft, also mindestens genauso gut wie jeder chemische Badreiniger oder sonst was. Nur halt eben ganz ohne diese krankmachenden, ekligen, künstlich riechenden chemischen Stoffe. Der Reiniger kann ganz einfach unverdünnt angewendet werden, wirklich jedem Raum. Zudem ist dieser günstiger als gekaufte Mittel. Man spart natürlich auch den Plastikmüll. Es gibt ja auch viele Veganer, die darauf besonders achten. Ich versuche ja auch, das so gut es geht, irgendwie zu reduzieren. Deswegen mache ich auch unter anderem viel selbst. Ich benutze das wirklich als Allzweckreiniger. Das heißt, zum Bodenwischen. Ich putze damit das komplette Badezimmer, die komplette Küche, Regale. Also wirklich alles, alles, was irgendwie geputzt werden muss im Haushalt. Ich höre ja auch immer wieder, dass viele sagen, ja, ich putze manches so mit Essig, aber jetzt zum Beispiel für die Toilette oder so muss ich desinfizieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich auch mal ansprechen wollte. Solche Mittel braucht ihr nicht. Die sind absolut unnötig. Diese antibakteriellen Reiniger richten sogar mehr Schaden als Nutzen an. Ich möchte euch wirklich bitten, auf sowas zu verzichten. Ihr vergiftet euch damit und ihr vergiftet eure Umwelt damit. Diese Mittel gelangen nämlich unter anderem durch das Wasser in die Umwelt, zerstören dort das bakterielle Gleichgewicht. Die Folge sind resistente Bakterien. Zudem sind die meisten Bakterien, die man in der Küche oder im Bad findet, eigentlich völlig harmlos. Das ist einfach nur so eine Kopfsache, weil wir Menschen immer alles so krankenhaushygienisch reinhaben müssen, was eigentlich total schädlich ist für uns. Essigreiniger reicht für die normale Hygiene im Haushalt völlig aus. Alles andere ist sogar nicht sonderlich gesund für uns. Falls euch noch mehr solcher Haushaltstipps, eventuell natürliche Putzmittelalternativen und so weiter interessieren, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich da mal ein bisschen mehr zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Ich verlinke euch hier oben mal mein letztes Video und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Macht's gut, tschüss.